Wir optimieren die Produktion und die Logistikflüsse in Verbindung mit Sensorik. Wir haben hier klassischen Industrie 4.0-Szenario. Die Idee ist dahinter, dass wir auf der einen Seite die Materialversorgung aus dem Lager heraus damit optimieren wollen und automatisieren wollen. Und viel interessanter dabei ist, den Werker am Arbeitsplatz zu unterstützen. Hier dieser kleine Tag, der hier drauf ist, sorgt dafür, dass die Information, diese Position, weitergemeldet wird an das SAP-System. Und da kommunizieren wir mit. Diese Informationen werden durch diese Sensoren, die Sie hier oben sehen, abgenommen. Als Werker kriege ich meinen nächsten Auftrag vorgelegt aufgrund dieses Verschiebens. Diese Arbeitsanweisung kommt automatisch hoch. Und hier kann ich durch Drehen und Wenden kann ich Informationen wieder herbeiholen. Ich kann genau gucken, ob ich es richtig positioniert habe. Da komme Sicherheit in meinen Prozess rein. Das ist wirklich Unterstützung im Industriebereich, dass ich durch Sensortechnik, durch einfach Positionierung, dass ich da meinen Produktionsprozess steuern kann, optimieren kann, meinen Werker entlasten kann, Pufferzeiten optimieren kann, Wegeoptimierung durchführen kann.